Ja, hallo, meine lieben Freunde, und damit darf ich jetzt eine neue Folge für zu einer neuen Folge von Let's Play Rayman Legends begrüßen. Wir machen heute die wöchentliche Extremherausforderung. Wir müssen so schnell wie möglich 300 Meter erreichen, alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich 300 Meter erreichen. Wir sind schon mal sehr, sehr gut dabei gewesen. Ich hoffe, das wird nicht ganz so krebsig wie die letzte Extremherausforderung und ja. Wir haben dieses Level eigentlich, oder ich habe dieses Level gerade erst in der normalen Herausforderung gespielt. Da ging es dann zwar darum, so schnell möglich so und so weit zu kommen, aber. Das ist ja ähnlich. Ich werde schon versuchen, hier schnell zu sein, aber halt auch nicht zu schnell, weil ich muss halt auch das Level erreichen. Und wenn ich halt nur schnell bin und dabei 200. Ja. Vor allem, wir hatten schon 200 Meter, voll gut. Es geht schneller als letztes Mal. Halt schneller. Hoffe ich. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht gekonnt und verkackt. Jetzt. Es geht schon wieder los. Schon wieder los. Okay. Ich bin mal einfach mal lalala durch. Hier kommt gleich was Böses. Genau, das hier war so scheiße. Oh Gott, das Zeug hier kommt runter. Was? Wie waren es jetzt? Ich habe gar nicht gesehen, wie viele Meter es waren. Aber wir schaffen das. Das ist auf jeden Fall deutlich leichter zu machen als das letzte Mal. Okay, ich soll vielleicht nicht auf 10 Meter Zelle achten, sondern vielleicht darauf, wo ich hingehe. Komisch, Geräusch machen. Check. 3, 2, 1, go! Ich Wambo, du Wambo. Okay, dieses Mal hier vorne. Ja? Ja? Okay, was auch immer das jetzt war, aber das schneide ich nicht raus. Ach, sowas bringt einen zu schnell aus dem Konzept. Auf jeden Fall, wir versuchen weiter die Scheiße zu schaffen. Ich konzentriere mich ein bisschen. Dann wird das auch Workery. Mann! Okay. Ganz ruhig. Alles ist gut. Alles ist toll! Okay. Fokus. Focus on me. Duck, 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 duck. Duck, 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 duck. Focus on me. Duck, 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 duck. Duck, 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 duck. Focus on me. Nein! Oh, du Hurenficker! Ja, das schaffen wir total schnell. Am Arsch. Dagadagada! Halt, nein, fuck! Das wusste ich doch eigentlich noch. Okay, waren das jetzt 228 Meter oder so. Ja, bis dahin ist es ja eigentlich nicht schwer. Wenn du dich ein bisschen verfickt nochmal konzentrierst. Einfach ein bisschen, ja, genau. Halt, hier kommt der. Die kleine Mizzet. Es kommt doch hier gleich, genau. Hier kommt doch wieder irgendwas Verficktes. Ey, ich habe auf die fucking Zahl geguckt. Warum? Weh, wenn ich dafür nicht Bronze kriege, ey. Es sind hier dann teilweise Gold zu haben. Ich glaube, wenn du hier Gold haben musst, darfst du keiner sich mal einen Helikopter benutzen. Und dafür musst du halt richtig krass Suchti sein, dass du halt auswendig weißt, wo alles ist. Und dann perfekt den Button betätigen!
Oh, das macht jetzt schon wieder keinen Spaß. Ich hab wieder Ich glaube, ich soll das in Zukunft in den Folgen nicht mehr machen. Vor allem, wenn ich dann nur einmal in der Woche aufnehme, ist eine Folge einfach nur Herausforderung. Das könnte man eigentlich... Nein, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob mir das Projekt dann nicht... Mal schauen. Eigentlich ist es schon irgendwie cool, so eine Herausforderung zu haben, sich so ein bisschen mit den anderen Spielern so zu messen. Aber wenn das halt immer in Geschrei und Rage und vor allem in... Wenn es dann halt lang... Okay, war ich noch nicht. Muss mal ruhig sein. Oh, geschafft. Gut. 33 Sekunden, was kriege ich dafür? Bronze. Ist okay. Bin ich zufrieden mit. Nein. Bin mit Nee, lass mich in Ruhe. Nein, ich möchte auch nicht gegen Rezo spielen. Nein. Ich bin zufrieden mit meinem Bronze-Pokal, den ich jetzt in 6 Minuten erhalten habe. Ich will hier nicht mehr Zeit verbringen. Dankeschön. Wir haben wieder alle Herausforderungen gemacht, die es heute gibt. Schön. Ich bin Raymond. Hallo. Okay, wir waren weit weg von Silber. 24 Sekunden, ja, es ist... Wer schafft das in 50 Sekunden und kriegt der Gold? Wer kann das? Okay. Wir haben hier alles gemacht. Das heißt, wir kriegen beim nächsten Mal wieder ganz, ganz viele Loops. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich, ihr werdet es mir nicht glauben, mit dem Spiel. Warum springst du nicht in das Gemälde, wo du rein solltest, Raymond? Gibt's dafür einen Grund? Nein. Finde ich auch nicht. Gib mir das da. Faule Frischchen. So, ich habe nur irgendwas lesen müssen. Entschuldigt bitte, ich will das noch erzählen. Wenn nicht, dann fickt euch. Aber es war wichtig. So, hier ist irgendwie alles seltsam. Fragt, oh, hier schrumpfen wir. Da. Winzig wert. Das ist cool. Vor allem, weil wir dadurch auch schnell und agiler sind. Guckt euch das an. Bisch! Das ist cool. Ich mag das, ja. Ich als Makro-Furry. Ich könnte euch da jetzt viel zu viel erklären, was ich viel zu sehr zerstören würde. Ich mag sowas mit Größe ändern. Ich finde das cool. Ich mochte das tatsächlich schon immer, auch als Kind. Es hat sich dann irgendwie sehr früh bei mir schon entwickelt, tatsächlich. Finde ich lustig. Ja. Aber gehen wir dann nicht weiter darauf ein, sonst werdet ihr nur verstört. Und verstörte Abonnenten sind keine guten Abonnenten, wäre ich das bestimmt schon vorstellen können. Was mache ich hier eigentlich? Eigentlich ist es ganz simpel, ich möchte nach ganz oben gucken, ob da ein Kleinling ist. Ich höre nämlich hier schon Help Me. Aber vielleicht kommt er auch erst später, deshalb möchte ich jetzt mal... Erst bevor ich hier ewig lange... Vielleicht muss ich hier übrigens, man kann, wenn man großes auf den kleines auf den Teilen laufen. Ich würde aber gerne nochmal zurück. Ich wette, da war ein Kleinling da oben. Ich möchte zurück, bitte. Junge, verarsch mich! Wenn ich jetzt vielleicht mal. Oh Gott, das muss ich nicht. Und. Ja, guck, ich sag ja, da ist ein Kleinling. Da müssen wir definitiv hin. Das ist so ein bisschen so wie wenn groß. Sind die Loos auch klein? Da so aus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin eigentlich nicht gläubig, aber oh Gott. Das wollte ich mal gesagt haben. Oh Gott. Runter. Na genau, ich möchte nicht klein werden. Dankeschön. Komme ich hier nämlich viel leichter. Glaube ich. Okay. Ich dachte gerade, ich komme nicht rein, weil ich groß bin, aber Raymond hat Gott sei Dank die Fähigkeit, sich zu... Warum geht das in diese... Haben wir den wenigstens? Okay, wir haben ihn wenigstens. Aber warum höre ich denn Help Me? Ach so, weil wir... Jetzt muss ich aber doch nochmal hochgucken, weil wir ein Help Me hören. Da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Komme ich aber nochmal zurück als große Raymond. Dann warum höre ich ein Help Me, obwohl er gerettet ist? Das leuchtet mir nicht so ein. Hey. Ist das ein Bug? Ist das ein Bug? Dann ist das wirklich der zweite. Ach stimmt, wir hatten den R. Okay. So,
Sorry, dass ich ein bisschen dumm war gerade, aber ja. Ich hatte gerade gedacht, ich hätte einen Bug für und die kleine gefunden. Das wäre lustig gewesen. Okay. Gut, geh hier einfach so drüber. Reicht natürlich nicht. Warum auch? Will ich aber nicht sagen, dass ich jetzt hier verkackt habe, weil ich jetzt groß bin und nicht mehr winzig. Immer diese Micros mit ihren scheiß Vorteilen. Ich kann in jede Lücke rein. Ja, fick dich. Dafür kann ich dich auffressen. Ja, ja, ich werde gucken, dass ich hier nicht zu... Also ich komme da wahrscheinlich gar nicht mehr rüber, oder? Das ist wahnsinnig klug gemacht. Ich habe, to be honest, keinen Bock, das Level neu zu starten. Obwohl das auch nicht so viel, was wir gemacht haben, aber trotzdem. Befreien doch. Danke. Ja, ja, you are free. But only if I want to. Wir können auch einfach zurück und uns wieder klein machen lassen. Das wäre eventuell das Allerleichteste. Wenn... Alter, Raymond, du bist schon so ein behinderter Hurensohn, kann das sein? Also, wenn es zum 10. Mal sieht, irgendwann ist es dann halt auch nicht mehr besonders. Dann auch nicht, wenn ihr Hu macht. Okay. Komme ich da überhaupt nochmal zurück? Nee. Es geht halt nicht. Schön. Okay. Danke dafür, Spiel. Okay, das geht schon mal absolut nicht. Gut, dann starte ich halt neu, Mann. Ist ja nur kaum behindert oder dumm. Nee, ist total intelligent gelöst vom Spiel. Fuck you. Fuck you. Fuck you, habe ich gesagt. Als ob ich dich, als ob du so stirbst. Ich greife Lums bei dir ab und so. Ich komme auch gleich zu dir. Warte nur. Bam. Na, jetzt müssen wir hier hoch. Was ja das Kleine einfach viel komplizierter ist. Aber hey. Mach es einfach trotzdem, weil ich bin das Spiel und ich sag dafür. Ja, kannst du mal bitte eine Sekunde warten? Weißt du nicht, wie schwer es ist, als Winzling hier hochzukommen? Oh, hier. Er ist so groß. Oh, warte, ich hab gedacht, der kommt jetzt auf den Boden. Wir können uns das angucken. Nein, ich möchte die bitte. Okay. Da oben war ja nichts. Oder war da oben nicht was? Doch, da war was. Genau. Eins nices Kleinlingvieh. Hi. Warum ist ja eigentlich die Gravitation so komisch? Irgendwie ist das strange für mich. Hä? I'm free, yeah, you're free. I saved you. Ich wollte gerade I rettet you sagen. Informatiker Englisch ist on point. I rettet you. Fuck yeah. Oh, ich bin lieber winzig. Ich finde winzig cooler. Winzig oder riesig? Normal ist langweilig. Normal ist voll LW geworden. Den Scheiß hier haben. Komm her! Hakata Tower Tabata. Tabaluga. Oder so. Das ist übrigens ein kleiner Ding, gerade hier, wenn das hört. Oh lol, da unten ist ja ein Dingsbums. Ja, ja, ich komme. Das Gute ist, wir können da höher springen und alles. Das ist voll praktisch so. Okay, wo können wir jetzt rein? Da unten. Ich komme. Aua. Ich komme, yo. Ich helfe dir. Ach, wir hätten von der Seite auch rein können. Das ist halt echt cool, dass du halt so steuern kannst. Das ist halt schon hart cool. Aber ich brauche die... Halt, komm wieder raus, Wurmi! Ich lebe noch. Warte mal. Jetzt bin ich tot. Ein winziger Klumpen Matsch. Yeah. Er hat genau mit mir gejagt. Cute. Oh, ist der süß. Winzling Raymond ist cute. Okay. Mir geht's gut, ja, ja. Raymond, bitte, 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 bitte. Achso, der kann ja, wenn er klein ist, an der Wand rennen. Habe ich voll vergessen. Warum wurde ihm das eigentlich auch nicht erklärt? Dass du hast teilweise einfach Fähigkeiten aus dem vorherigen Teil Origins und die werden dir einfach nicht erklärt und sie sind jetzt die Lums weg. Okay, nein.
Nicht zu weit rennen. Ihr könnt nix. Du bist befreit. Du auch. Du stirbst. Bam, 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 bam. Kill everything. Give me every loom which you have. Thank you very much, hello. Das ist meine Lehrerin von mir. Obwohl, die hatte ich nie, aber die hieß so. Ja. Unnötige Information an der Stelle. Okay. Ob wir hier irgendwo ein Cunning vergessen haben, kann ich euch gleich sagen. Haben wir? Hoffentlich nicht. Wir können hier vielleicht einen normalen vergessen haben. Das schaue ich mal eben. Ha! Ich wäre halt echt fast weitergelaufen. Ach ja, diese Fußballdinger machen so bitter. Eigentlich, ich hasse Fußball. Was heißt, ich hasse Fußball? Ich finde es einfach absolut uninteressant, sagen wir es so. Außer zur EM und WM, da ist es einfach cool, weil Gemeinschaftsgefühl und zusammen mit seinen Freunden gucken oder mit seinen Nachbarn, das ist cool, aber ansonsten könnte mir nichts egaler sein als Bundesliga oder irgend so eine langweilige Scheiße. Oder Champions League oder wie das andere Zeug da heißt. Nein, ich weiß schon, was Bundesliga und Champions League ist. Bundesliga ist so bei München, Stuttgart, obwohl die nicht mehr unter die deutschen Vereine. Und Champions League ist halt mit Real Madrid und so. Das sind dann halt die europäischen Vereine. Also nicht die Länder, sondern die europäischen Vereine. Ja. Dass ich sowas weiß. Warum weiß ich sowas? Fucking Fußball. Daran kommt keiner vorbei, Alter. Ja, oh. Was zum... Was zum Fick hat der da gerade gemacht? I don't know what I do either, but I don't think it's good what I do. So, yeah. What the fuck, boy? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sei doch nicht, was machst du? Könntest du aufhören zu... Ist da einer drin? Nein, gut. Könntest du aufhören, so loszuspeeden wie ein verficktes, keine Ahnung, was? Käseblattmännchen? Ihr vergesst meinen letzten Satz einfach und tut so, als hätte ich ihn nie gesagt. Hi, Vince, normal, großer, schlechter. Noob. Okay. Er will zurück, mir das Herz holen, dann da rein, mir den Kleinling holen. Ist das eigentlich echt zu viel verlangt, Leute? Ist das? Wow, 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 das ist jetzt gut, so. Das werden wir einfach nicht rennen, weil Rennen ist hier irgendwie... Da rastet Raymond komplett aus und will alles töten, was existiert. Deshalb machen wir es nicht. Wenn ich gucke, ob da oben irgendwas... Lol, ich kill dich, lol, ich kill dich. War totally worth it. Weh, wenn ich jetzt da hinten anfange. Okay, na Ramba. Okay. Die. Darüber. Bam, bam. Rampanmann. Nein, Rampanmann. Take a fried chicken in a pizza. Yeah, hang your fried chicken in a pizza. Ob es mir gut geht, ja doch. Mir geht's eigentlich in 80% der Fällen meistens gut. Hier ist irgendwo noch ein Herz, das möchte ich bitte haben. Ah! Nein, Raymond, du Homo! Ja, dann springe ich halt so hoch und dann. Okay, wir gehen erstmal hier runter und safen den. What the? Raymond, please stop being so stupid. Hallo? Mal da runter? Ja? Da ist auch nochmal irgendwas. Ich dachte eigentlich, da wäre auch einer, aber da wird es keiner drin sein. Blooms, die sind aber genauso wertvoll. So, jetzt warte mal. Hirk, 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 hirk. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon alles sicher. Das ist schon mal sehr schön.
Das macht mich galükalicherlich, Tapich. Tapeten in Moneten. Ja. Wow, wow, wow. Raymond, warum rastest du schon wieder aus? Oh Gott. Müssen wir hier runter? Ich glaube, wir müssen runter. Runter, ohne zu sterben. Aber Moment. Kleinling. Der letzte Kleinling. Wo ist der? Hier war der vorletzte. Das heißt, der muss... Nein, der ganz drüben ist, aber ganz drüben kommen wir, glaube ich, nicht hin. Ich glaube, der kommt hier irgendwann, wenn wir lang genug warten. Glaube ich. Ansonsten kann er nirgends mehr sein. Am I right? Ah! Alles klar! Hat sich erledigt! Dankeschön! Hi. Ihr seid echt auch einfach zu unfähig. Ihr bleibt einfach stehen wie so dumme Vollidioten. Wie dumme Idioten. So, Level geschafft! Als kleiner Ram. Bleib ich jetzt klein? Ich stehe als Winzling in der Tür. Ah. Mal wieder easy alles geschafft, weil wir die Besten sind, Leute, weil wir unsere Träume leben. Wir träumen sie nicht nur, wir leben sie. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, du erkennst, wenn sie kommen lässt. Na, 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 na. Okay. Danke für die Lums. Ein weiteres. Glücklos, bitte. Kleinlinge. Wundertoll, wundervoll, wunder, mega, super toll. Leute, in der nächsten Folge retten wir Estelia. Wenn euch diese Folge gefallen hat, einen Daumen nach oben, Kommentar, aber da Link zu anderen Projekten in der Handcard, Social Media in der Beschreibung. Ach, noch einen schönen Tag. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und ja, was gibt's denn da noch zu sagen? Außer Tschüss, Chili.